Es ist mal wieder Sonntag und wie ihr wisst, gibt es immer sonntags bei mir die PlayStation 5 News und vor allen Dingen die Verfügbarkeiten für die nächste Woche erklärt. Ob es nächste Woche einen PlayStation 5 Drop gibt und vor allen Dingen wo es den PlayStation 5 Drop gibt, erfahrt ihr natürlich wie immer in den PlayStation 5 News bei deinem Swishy. Lass jetzt erstelle ein Abo da, um keine Gaming News, Tests zu aktuellen Spielen und vieles weiteres mehr zu verpassen. Und aktiviere natürlich auch die Glocke für weitere PlayStation 5 News. Gerne auch mal in der Beschreibung vorbeischauen, dort ist mein Twitch-Kanal verlinkt, auch gerne da mal ein Abo dalassen für ordentlich Live-Gaming-Action und vor allen Dingen Live-Talks über die PlayStation 5. Die KW13 steht an und die beginnt bereits nächste Woche Montag natürlich zum Start der Woche. Und wir wissen alle, am Start der Woche, sprich montags, werden eher weniger Konsolen verkauft. Die Lage ist natürlich etwas unsicher aktuell, aber es wird auf jeden Fall Drops geben und die Hoffnung macht natürlich wieder Mediamarkt. Mediamarkt ist der Drop, der wahrscheinlich zum aktuellen Zeitpunkt der wahrscheinlichste ist, auch wenn er noch nicht bestätigt ist. Wir wissen alle, außer der Reihe, unter dem Radar hat letzte Woche Freitag Saturn gedroppt und das war wohl ein beachtliches Kontingent. Heißt eigentlich auch, da Mediamarkt und Saturn, also die Mediamarkt Saturn Group, ein Unternehmen sind, heißt es normalerweise, wenn Saturn gedroppt hat, dass Mediamarkt nicht fern ist und wenn Mediamarkt droppt, ist normalerweise Saturn nicht fern. Das war bisher immer so. Also können wir uns ziemlich sicher auf einen PlayStation Drop beim Mediamarkt einstellen. Wann dieser sein wird, ist noch schwierig zu sagen. Andere munkeln Dienstag. Ich gehe aber davon aus, dass von Dienstag bis Donnerstag immer soweit sein kann. Vielleicht auch neuerdings freitags, aber normalerweise eigentlich von Dienstag bis Donnerstag. Aktuell zum Zeitpunkt ist beim Mediamarkt alles möglich. Weiterhin soll vor Ostern vielleicht nochmal Amazon droppen, die auch nochmal bis zu 10.000 Konsolen bekommen sollen. Aber es ist aktuell nur Leaks und es ist noch nichts bestätigt. Also kann man noch nicht sicher sagen, ob Amazon nächste Woche droppen wird. Aber ich gehe davon aus, dass vor Ostern nicht mehr so viel gedroppt wird, sondern eben erst nach Ostern dann der richtig große Drop kommt, da viele Konsolen verkauft werden, man aktuell sammelt. Ist aktuell aber alles noch nicht so sicher. Mediamarkt gehe ich aber davon aus, dass diese auf jeden Fall als sicherste Quelle für die KW13, sprich für nächste Woche gelten und man da wahrscheinlich sein Glück am ehesten versuchen soll und da die PlayStation 5 kaufen soll. Wenn man mal das Kontingent von Saturn betrachtet, was noch nicht bisher offiziell bekannt ist, aber doch eine beachtliche Menge gewesen sein soll, wo auch viele von euch eine PlayStation 5 bereits bekommen haben, was sie in den Kommentaren geschrieben haben. Deshalb gehe ich davon aus, dass Mediamarkt auf jeden Fall eine ähnlich große Menge bekommen wird, aber auch hier keine Garantie, es können auch wenige Konsolen sein. Aber Standpunkt jetzt gehe ich davon aus, dass Mediamarkt einen größeren Drop bekommt und vor allen Dingen auch nächste Woche bereits bekommt. Sprich Anfang, Mitte nächster Woche, sprich von Dienstag bis Donnerstag, wie bereits gesagt. Und darauf würde ich mich erstmal hauptsächlich jetzt fokussieren. Amazon immer im Hinterkopf behalten, sobald es natürlich neue News nochmal gibt zu Amazon und Co. informiere ich euch natürlich auch immer als erstes. Deshalb wichtig, immer die Glocke aktivieren, um keine Infos mehr zu verpassen. Ich sag's immer wieder, bei der PlayStation 5 10 aktuell Sekunden. Und ihr solltet auf jeden Fall immer auf dem neuesten Stand sein. Zu den Uhrzeiten, das Typische immer wieder von 8 bis 12, 13 Uhr kann alles passieren. Die Kernzeiten sind aber meistens immer von 10 bis 12 Uhr, aber manchmal auch bis 13 Uhr. Aber ich empfehle auf jeden Fall, wer hundertprozentig sicher sein will, von 8 bis 13 Uhr immer am Start zu sein und nahezu sekündlich die Seite zu aktualisieren. Schreib in die Kommentare, wirst du es beim Mediamarkt versuchen und willst du noch eine PlayStation 5 ergattern. Bis dahin, viel Glück bei der PlayStation 5 Bestellung und vor allen Dingen viel Spaß beim Zocken wünscht dir dein Swishy.